Ressourcen FM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Wir haben heute ein relativ interessantes Thema, und zwar geht es um die zukunftsfähigen Energiesysteme und was denn in Zukunft uns im Energiesektor so entgegenkommt. Ich habe heute auch einen Gast dabei, den Leon Haupt, der als Experte für dieses Thema heute gelten darf. Und Leon, ich würde einfach mal vorschlagen, du stellst dich selbst kurz vor. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Leon Haupt. Ich studiere nachhaltige Energiesysteme jetzt in meinem zweiten Masterjahr in dem europäischen Masterprogramm von EIT Inno Energy. Und ich möchte mein Wissen, was ich über die letzten zwei Jahre in dem Projekt und meinem Studium angeeignet habe, gerne mit euch mitteilen. So, Leon, dann schon mal vielen Dank. Steigen wir einfach mal ganz in der Basis ein. Energie wird ja schon relativ lange verwendet, also die Menschen haben ja irgendwann angefangen, mal ein Feuerchen zu entzünden und sich dran zu wärmen. Damit hat es aber nicht aufgehört, sondern die Nutzung von Luft, Wasser und eben der Sonne, das waren so die ersten Energieträger. Also wir erinnern uns dran, in Holland gibt es das noch ganz häufig, diese Windräder, die dann verwendet wurden, um zum Beispiel Getreide zu mahlen, oder eben die Wasserräder, die verwendet wurden, um alle möglichen mechanischen Systeme anzutreiben. Und wer in Geschichte gut aufgepasst hat, der weiß, dass irgendwann auch die Steam Age, also das Zeitalter der ersten Dampfmaschinen angebrochen ist, wo man angefangen hat, Kohle und Holz zu verwenden, um eben Dampf herzustellen, den man dann nutzen konnte, um Maschinen anzutreiben. Da hat es dann nur nicht aufgehört, sondern irgendwann sind wir dazu übergegangen, auch Erdöl und Erdgas zu verwenden, was wir ja heute immer noch tun. Also wer mit seinem Auto durch die Gegend fährt, der tankt ja meistens Benzin oder Erdgas. Und mittlerweile sind wir aber an dem Punkt, dass wir dazu übergehen, vor allen Dingen Strom oder elektrische Energie zu nutzen. Und da wird ja auch sehr viel spekuliert, dass wir in Zukunft weiter in diese Richtung gehen, insbesondere auch was die Mobilität angeht. Also Tesla ist ja so ein Vorreiter, die das E-Auto neu erfunden haben. Und was mich jetzt interessieren würde, Leon, was ist denn so die Grundtendenz? Also wo siehst du momentan die Ziele und warum haben wir eigentlich diese Entwicklung heute, dass wir mehr hingehen, Strom zu nutzen, insbesondere auch was die E-Mobilität betrifft? Grundsätzlich, ich möchte mal einen kurzen Zwischenpunkt machen. Es ist zwar, wir haben uns weiterentwickelt hinsichtlich der Energieträger, die wir benutzen. Nichtsdestotrotz war das nie eine Substitution der Energieträger, sondern wir haben uns eigentlich immer, wir sind immer von einem ins nächste gegangen und haben das alte aber beibehalten. So, wir haben angefangen, das Steam Age, was Martin gerade genannt hat, wir haben angefangen, Kohle zu benutzen, um Wasserdampf herzustellen, um Maschinen anzutreiben. Dann haben wir den nächstbesseren Energieträger gefunden, das Erdöl, und haben aber nie wirklich aufgehört, Kohle zu nutzen, sondern es hat einfach weiterhin stark dazu beigetragen, weil natürlich mit der industriellen Revolution, mit dem Aufstieg, ökonomischen Aufstieg, die mehr Energie zur Verfügung gestellt worden werden musste, und dadurch hat man jetzt quasi einfach beibehalten. Deswegen haben wir über die Jahre einfach so viel CO2 emittiert, ohne dass wir quasi zu den effizienteren Energieträger übergegangen sind. Also wir nutzen momentan also erst die Kohle, dann in das Erdöl und jetzt in das Erdgas, und wir nutzen eigentlich Kohle genauso, wie wir es am Anfang genutzt haben, und davon müssen wir jetzt wegkommen. Wir müssen einfach den nächsten Schritt jetzt nehmen, ohne dass wir die alten Energieträger beibehalten. Und Kohle wäre natürlich historisch gesehen einfach der erste logische Schritt, den wir auf den wir verzichten müssen. Und dann natürlich über die Zeit hinweg muss das Erdgas oder das Erdöl erstmal, und dann natürlich auf lange Frist müssen wir auch ohne Erdgas auskommen. So, ja, Leon, was ist denn der Schritt 2?
Schritt zwei ist, dass wir natürlich unsere Energieversorgung auch dekarbonisieren und dass der logische nächste Schritt ist, dass wir natürlich in nachhaltige Energien investieren, welche nicht auf endliche Ressourcen basieren. Und das inkludiert natürlich bereits welche, die wir schon erfolgreich nutzen, wie Wasserkraft. Auch Biomasse ist auch schon sehr weit fortgeschritten über die letzten Jahrzehnte. Und jetzt neuerdings, dadurch, dass wir sehr viel technologischen Fortschritt haben, die Windkraft und natürlich die Solarkraft, die eine sehr wichtige Rolle spielt. Und warum wir das machen, die Dekarbonisierung, ist nicht nur, dass wir langfristig unabhängig sind von endlichen Ressourcen, sondern natürlich auch, um den Klimawandel entsprechend aufzuhalten, um die 2-Grad-Ziele, auf die man sich geeinigt hat im Paris Agreement. Und das ist nur machbar, wenn wir entsprechend unsere Energieversorgung dekarbonisieren. Du hast bereits angesprochen, dass der Transport auch in Zukunft eine Rolle spielt. Wir sprechen jetzt eigentlich primär Energieversorgung. Wenn ich über Energieversorgung spreche, dann meine ich eigentlich immer die Elektrizitätsversorgung. Und der Transportsektor ist natürlich ein ganz eigener Sektor, der sehr stark, wie wir wissen, von fossilen Energieträgern abhängig ist. Und in Zukunft wird das aber viel stärker vermischt sein, dadurch, dass mich, wie wir alle wissen, die Elektroautos jetzt immer mehr Fahrt aufnehmen und wir natürlich dadurch eine Vermischung haben. Wir müssen mich jetzt den Transportsektor mit dem Elektrizitätssektor verbinden und da werden uns ganz neue Herausforderungen bevorstehen und das wird uns auch nochmal ein bisschen zurückwerfen in unsere aktuellen Entwicklungen, weil wir nicht nur den Energiebedarf für die Industrie und die Haushalte erneuerbar herstellen müssen, sondern auch jetzt die den Transportsektor versorgen müssen, der gar nicht mal eine unerhebliche Menge an Energie einnimmt. Und das wird in den nächsten Jahren alle Sektoren herausfordern auf eine nie dagewesene Art und Weise. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und welche Energieformen gibt es denn überhaupt? Welche werden denn aktuell genutzt? Also ich hatte es hier in dem Podcast schon mal vorgestellt, das 2-Grad-Ziel und diesen Zusammenhang auch eben nicht regenerative und regenerative Energieformen oder Energieträger und eben auch konventionelle und nicht konventionelle. Vielleicht können wir das einfach nochmal kurz aufgreifen. Was habt ihr denn im Studium gelernt, wie sich das aufteilt? Wir unterscheiden zweierlei Dinge. Ich glaube, wir unterscheiden in erster Linie natürlich regenerative und nicht regenerative. Und dann natürlich auch, man muss natürlich zusagen, dass in dem Kontext Atomkraft als nicht regenerative Energie dennoch eine Rolle spielt als klimaneutrale, sagen wir mal, also im Vergleich natürlich zu Kohle- und Gaskraftwerken doch eine relativ CO2-arme Energiequelle ist, die in dem Kontext natürlich eine, sagen wir mal, sondierte Rolle hat. Nehmen wir es einfach mal so hin, ohne Gewichtung, dann würde ich natürlich, also wir haben also nicht fossile Energieträger, sprechen wir es mal aus, es ist die Kohle, dann Erdöl und das Erdgas, beziehungsweise haben wir natürlich auch Uran als Quelle für die Atomkraft. Und bei den Regenerativen können wir zwischen, sagen wir mal, konventionelle, sagen wir mal, ältere Wasser, erneuerbare Energien unterscheiden, wie zum Beispiel Wasserkraft, Biomasse und Geothermie ist auch als erneuerbare Energie berücksichtigt. Und die relativ neue, nicht konventionelle wäre PV, Wind und dann halt im Englischen CSP, Concentrating Solar Power und Tidal, also Wellenkraft. Ja. Und man könnte jetzt noch weiter unterscheiden, nämlich Wind und Biomasse gelten nämlich als indirekt Solar, dadurch, dass nämlich die auf Sonneneinstrahlung basieren. Die Windströmungen sind natürlich thermische Effekte, die aufgrund dessen existieren, weil nämlich viel Sonne einstrahlt. So, deswegen, wenn man nämlich noch weiter in die Definition reingeht, dann spricht man tatsächlich von solaren Quellen, nämlich wenn man über Wind bzw. über Biomasse spricht. Das sollen uns aber jetzt erstmal nicht weiter kümmern, weil ich glaube, das ist dann eher so die Definition, wenn man wirklich
tiefer geht in erneuerbare Energien. Wobei bei den nicht regenerativen das jetzt ja auch so ist, dass Erdgas, Erdöl und Kohle eigentlich ja auch ursprünglich mal solare Energieformen waren, die einfach umgewandelt und gespeichert wurden. Gut, ich gebe zu, vor ein paar Millionen Jahren, aber ja, im Grunde ist es ja auch solare Energie, wenn man so will. Ja, natürlich. Wir haben einfach dieses Privileg, dass wir unglaublich viel Energie ja doch mit knapp 1000 Watt pro Quadratmeter pro Sekunde, also so ist das Watt definiert, auf die Erde scheint, und das ist eine Unmenge an Energie, die wir momentan nicht bändigen können, und da arbeiten wir eigentlich auch dran, die entsprechend so noch weiter auszuschöpfen. In diesem Zusammenhang, weil du es gerade eben erwähnt hast, ich habe einmal von einer Lösung gehört, die sich Desert Tech nennt. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben die damals gesagt, okay, wir müssen einfach nur einen gewissen Teil der Sahara, also ein kleines Gebiet, zupflastern mit PV-Zellen, CSP und alles, was es da eben so gibt. Und dann haben wir die gesamte Energie für Europa, und dann ist alles wunderbar und perfekt und wir müssen nie wieder Kohle verbrennen. Und ist das denn die richtige Lösung, oder gibt es denn überhaupt eine richtige Lösung? Also es ist auf jeden Fall eine wirklich interessante Lösung, und wenn man sich das Energiegleichgewicht anschaut, eine relativ logische Lösung, weil warum nutzen wir nicht die Fläche, wo am meisten Sonneneinstrahlung da ist, möglichst effizient aus und schicken dann den Strom von A nach B. Und das Ganze ist aber ein logistisches Problem, und ich glaube, dass, okay, neben den Tatsachen, dass wir Strom in anderen Ländern bzw. eben sogar in anderen Kontinenten produzieren und dann eine relativ hohe Abhängigkeit dort schaffen, beziehungsweise auch da irgendwo ja doch die Verantwortung dann hätten, den Strom auch vor Ort gleich weiter zu nutzen. Ich bin leider nicht ganz vertraut, warum Desert Tech letztendlich nicht mehr so weitergeführt wird, wie es initiierend angedacht war. Ich glaube aber, dass das logistische Problem, Strom von A nach B über so große Distanzen in einer effizienten Art und Weise, das wirklich das größte Problem darstellt. Also wir haben momentan auch schon das Problem mit Offshore-Anlagen, dass wenn die in der Ostsee viel Strom produzieren, dass wir dann den Strom von in Deutschland von Norden nach Süden kriegen. Wir haben einen unglaublichen Ausbau an Trassen, der da entsprechend dieses Ungleichgewicht balancieren soll. Das sind unglaubliche Investitionen, die da investiert werden. Und wir sehen das aber auch weltweit. Also ein Wahnsinnsprojekt, was jetzt in China zum Beispiel gemacht wird, nämlich der Drei-Stufen-Staudamm, ist ja eine der größten Energiequellen, nachhaltigen Energiequellen, wobei in dem Kontext natürlich Nachhaltigkeit dann doch nochmal aufgespalten wird, weil es ja doch einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt im Sinne, also auch Wasserkraft hat negative Einflüsse auf die Umwelt, aber nichtsdestotrotz ist dort eine unglaubliche Energiemenge, die natürlich in China von A nach B transportiert wird, und entsprechend wird da jetzt eine Gleichstromleitung gebaut, die nie da gewesen ist, und da werden einfach die Limits der Stromübertragung und der Leistungsübertragung entsprechend geforscht, und ich glaube, dass wir dadurch sehr viel lernen werden, und eventuell, dass die Erkenntnisse, die dort gemacht werden, auch dann für eventuell für das Desert Tech oder für andere Projekte der gleichen Natur für uns vorteilhaft sein werden. Also ich habe es jetzt heute Morgen zufällig erst auf Heise gelesen, dass beispielsweise Tennet, also einer der großen Netzbetreiber in Europa bzw. in Deutschland, dass die 1 Milliarde, wenn ich mich nicht täusche, pro Jahr zahlen müssen, um eben solche Noteingriffe in das Netz vorzunehmen. In dem Zusammenhang gab es dann auch immer mal wieder in der Vergangenheit die Vorschläge, HGÜ-Leitungen zu legen, also um den Strom, wie du gesagt hast, der in großen Windfarmen im Norden generiert wird, eben in den Süden zu transportieren, also insbesondere auch nach NRW und Bayern, um eben hier die energieintensive Industrie, also BMW und sowas, die sitzen ja alle in Bayern oder Daimler in Stuttgart, um die eben mit Strom zu versorgen, und
wenn du jetzt sagst, okay, wir können daraus lernen, wenn die das in China machen, haben wir denn überhaupt schon HGÜ-Leitungen in Europa oder in Deutschland oder ist das momentan gar nicht das Thema? Ja, das sind exakt diese Leitungen, die ich angesprochen habe. Also es wird auf jeden Fall 3 große Leitungen nur in Deutschland von Norden nach Süden gebaut. Natürlich versetzt von Westen nach Osten, um natürlich da auch eine Redundanz zu bilden. Das Problem an Erneuerbaren, und nochmal auf deine Frage von vorher zurückzukommen, was ist die richtige Lösung? Und es gibt insofern keine richtige Lösung, dass es ein Energieträger ist, der die Zukunft darstellt. Wir werden immer in einer Mischung laufen. Es wird immer ein Übergang sein, weil neue Energiesysteme werden ständig weiterentwickelt. Und das größte Problem, was wir jetzt momentan haben, ist, dass wir sprechen immer von einer Energiewende. Ich möchte aber eigentlich mal Folgendes betonen, es ist eigentlich eher eine Leistungswende, weil wenn wir jetzt Windkraft bauen, dann hat Wind einfach naturmäßig dann keinen Auslastungsfaktor wie ein Kohlekraftwerk. Man spricht nämlich vom Kapazitätsfaktor. Ein Kohlekraftwerk kann Kapazitätsfaktoren von über 80%. Das bedeutet, 80% der Zeit leistet dieses Kohlekraftwerk, jetzt sagen wir mal von knapp 100 Megawatt, würde 80% der Zeit im Jahr 100 Megawatt liefern. Und Windkraftanlagen, natürlich, der Wind weht nicht 100% der Zeit im Jahr, haben natürlich Auslastung von 40-50%. Grob gesprochen. Da wird ja auch nicht immer dann, wenn man es braucht. Ne? Richtig. Genau. Und das Problem ist halt jetzt, dass noch dazu, wir können das nicht steuern. Wir können es relativ gut vorhersagen, Wind. Nichtsdestotrotz, da werden auch viele Forschungen gemacht, wie man jetzt Wind besser vorhersagen kann, um natürlich da Negativpreise, das ist so ein, wenn mich Wind nicht ordentlich vorhergesagt wird, dann und über Nacht dann doch mehr Wind auftritt, dann fallen die Preise an der Börse kurzzeitig ins Negativ. Das heißt, man bekommt Geld, wenn man tatsächlich Strom abnimmt. Das ist meiner Meinung nach ein Übergangsphänomen, was jetzt auftritt, weil wir noch nicht sehr volatile Energiesysteme gemacht haben. Aber um auf meinen ursprünglichen Punkt zurückzukommen, wir werden jetzt, sagen wir, wir haben eine 4 Gigawatt Windkraftanlage im Meer, in dem Baltischen See zum Beispiel. Und wir wissen nicht, wann der Wind weht, beziehungsweise er weht momentan nicht und binnen 3 Stunden fahren alle Windkraftanlagen auf Vollauslastung. Und dann haben wir binnen einer Stunde eine Varianz von 4 Gigawatt im Netz. Und diese Varianz ist das Problem, weil auf einmal müssen wir unser System so anpassen, dass es diese Strommenge aushalten kann und diese Strommenge auch entsprechend verteilen kann von Nord nach Süd, weil vielleicht haben wir im Süden gerade einen Mangel an Strom und der muss entsprechend ausgelastet werden. Gut, im Süden, das interessanterweise höre ich das auch immer wieder, wir verkaufen sehr viel, wir exportieren sehr viel Strom nach Österreich. Das hat den folgenden Grund, dass wir in Österreich sehr viele Pumpspeicherkraftwerke haben und dadurch temporär einen Speicher, den Überfluss an Strom dort speichern können und den dann auch wieder zurücknehmen können. Das heißt, wir zum Teil exportieren wir im Norden, aber importieren wir im Süden oder umgekehrt. Das ist tatsächlich ein hochvolatiles System und das versucht man gerade mit diesen Trassen auszugleichen, ein bisschen mehr Balance in dieses System reinzubringen. Also den Strom dahin zu bringen, wo wir ihn brauchen. Richtig. Und da gibt es verschiedene Lösungen dazu. Eine Lösung ist natürlich die TenneT hast du genannt, ist ein Übertragungsnetzbetreiber. Ich sage mal gerne, dass Übertragungsnetzbetreiber, sie können eins sehr gut, Netze, und das wollen die natürlich auch so weitermachen. Und entsprechend wird dann nämlich da auch immer der Netzausbau gepusht. Und viele Nachrichten, die im Zusammenhang mit Übertragungsnetzbetreiber auftauchen, das ist meistens, wir müssen mehr in Netze investieren, weil wir gerade diese Volatilitäten haben, die wir nicht steuern können. Und entsprechend, gerade die Wind- und Solarkraft, die dann doch sehr schnell hoch und runter fährt, strapaziert die Netze sehr stark. Und da glaube ich, wird es in Zukunft andere Lösungen geben, die Übertragungsnetzbetreiber europaweit, aber auch weltweit jetzt ausforschen. Also eine ist, dass wir erneuerbare Energien deutlich stärker kontrollieren, dass wir die nicht einfach quasi auf Volllast laufen lassen und sondern künstlich runterregeln, sodass da entsprechende bessere
Kontrollbarkeit vorhanden ist. Die andere ist, dass wir Netze mit Stromspeichern ausstatten und dort, also Stromspeicher können in dem Fall gerade schon angesprochen Wasserkraftwerke sein oder jetzt kommen natürlich elektrochemische Speicher und vor allen voran natürlich Lithium-Ionen-Speicher. In zum Beispiel in Großbritannien gab es jetzt einen recht großen Durchbruch. Die haben einen 200 Megawatt Stromspeicher auf. Da gab es eine Ausschreibung und da wurde jetzt die Investition quasi getätigt, um einen 200 Megawatt Stromspeicher für Frequenzregulierung, also für die Regulierung der Volatilität der Leistung zu kompensieren, ausgeführt. Das sind Begriffe wie Frequenzstabilisierung, Spannung und so weiter. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wie muss ich mir das vorstellen? Ist jetzt das wie ein Wassernetz? Also ich habe ein Rohr, in das ich Wasser reinpumpe, wie Strom, den ich in eine Leitung reinpumpe. Und wenn ich jetzt zu viel Druck drauf habe, dann platzt die Leitung. Oder vielleicht nochmal auch für die Hörer, die nicht ganz so technisch affin sind, wie muss ich mir das vorstellen? Also was bedeutet Frequenzstabilisierung und warum brauche ich das überhaupt? Gut, du erwischst mich jetzt, ich bin kein Wasseringenieur, insofern werde ich mich da etwas schwer tun, in dieser Metapher korrekte Analogien zu finden. Ich glaube, die Frequenz ist in dem Sinn für, sag mal, nicht elektroaffine Leute ein bisschen schwer zu verstehen im ersten Moment. Sag mal es einfach so, wir haben einfach ein Überangebot an Leistung. Wir haben bestimmte Produktion und wenn diese Produktion nicht den Verbrauch trifft, dann ist ein Ungleichgewicht im Netz. Und dieses Ungleichgewicht im Falle einer Überproduktion würde in einer erhöhten Frequenz sich darstellen. Umgekehrt, wenn natürlich spontan durch irgendein Ereignis Leistung abfällt, eine große Industrie schaltet zum Beispiel einen Prozess ab, eine Maschine ab, würde dadurch auch wieder eine Überproduktion stattfinden und entsprechend müssen Kraftwerke runtergeregelt werden. In konventionellen Kraftwerken war das immer so, also in Wasserdampfturbinen wird dann entsprechend der Wasserdampfdruck verringert. Das sind automatische Systeme, im Englischen heißen die Speed Governor. Das sind, ja, die reagieren binnen Millisekunden und können dadurch die Leistung abfangen. Das Gleiche ist natürlich, wenn große Maschinen ans Netz gehen, muss das Ganze umgekehrt passieren und muss mehr Leistung aufbringen. So, und jetzt in konventionellen Kraftwerken, wie wir schon hören, da ist immer ein Spielraum da. Man hat quasi in beide Richtungen, man kann die Turbine entweder hochfahren oder ein bisschen runterfahren und noch weiter, du hast rotierende Masse, was auch besonders ein immer wieder ins Gespräch kommt, welche du nicht mehr in erneuerbaren Energien hast. Also du hast ein Schwungrad, im Grunde eine große Turbine, wenn die in Bewegung ist, hat im Grunde permanent Energie in der Rotationsbewegung gespeichert. Und entsprechend, wenn du mehrere tausend rotierende Massen im Netz hast, also auch Wasserkraft und alles mögliche, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, das sind alles rotierende Massen, dann haben die Energie gespeichert. Das heißt, kleine Fluktuationen können binnen Millisekunden einfach nur durch die Tatsache kompensiert werden, dass Masse sich rotiert und das wird dann erstmal aus der rotierenden Masse extrahiert. Das geht natürlich zu einem bestimmten Punkt und dann muss der Strom, der Input in das Wasserkraftwerk oder in die Wasserdampfturbine erhöht werden, um das zu kompensieren. Insofern sind da schon einfach vom Design her einfach bestimmte Mechanismen, die eine Netzstabilität sichern. Und das haben wir nicht gegeben in PV-Anlagen. Wir haben keine rotierenden Massen. Windkraft, gut, da kann man jetzt, man erforscht es jetzt einfach mehr und mehr, dass man die Rotation der Windkraftanlagen da auch einbindet, um diese Trägheit zu nutzen. Aber da sind wir gerade am Anfang und wir gehen weg von diesen konventionellen Kraftwerken und wir müssen diese Frequenzstabilisierung, die wir jetzt in den Erneuerbaren nicht mehr haben, anderweitig kompensieren. Und da spielt natürlich der Energiespeicher, der Lithium-Ionen-Akku eine Rolle, aber es gibt auch noch andere Technologien. So, also hat's ja jetzt gerade eben angesprochen, scheinbar kann man das auch über die Windkraftturbinen ein bisschen zumindest auffangen, was jetzt wegfängt, wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten. Diese Frequenzkontrolle,
Wie kann man das denn bei, jetzt wenn wir vor allen Dingen PV ausbauen, was wir ja momentan tun, fängt die Windkraft das komplett auf, was wegfällt? Ich kann es mir kaum vorstellen, weil so eine Windkraftanlage, ich meine, die haben zwar lange Rotoren, aber insgesamt ist es ja, nehme ich mal an, einfach eine geringere Schwungmasse, als wie wenn ich da jetzt eine riesengroße, schwere Turbine habe, die an einem Generator dran hängt, wie jetzt bei so einem Megawatt Atommeiler. Ja. Wie kann man das denn dort regeln? Also grundsätzlich ist es alles eine Frage der Skalierung. Technisch ist das natürlich schon machbar. Leistungstechnisch werden wir auf jeden Fall in der Lage sein, alles durch Erneuerbare zu versorgen. Es ist nur die Frage der Volatilität, auch der wie gehen wir mit den starken Schwankungen von Wetter und ja, auch dann langfristig Klima um. Und wie können wir die entsprechend auch auf Sekundenbasis auffangen? So. Wie wir jetzt eigentlich in den letzten 10 Jahren, wie wir die erneuerbaren Energien implementiert haben, wir haben einfach gesagt, okay, schließ deine PV-Anlage an und deine Windkraftanlage, lass die immer auf Volllast laufen, wenn Wind weht, wenn, also immer am Maximum Powerpoint, also da keine künstliche Runterregelung, sondern immer auf Volllast. Und wir fangen jetzt an, natürlich mit erneuerbaren Energien und gerade mit den Penetrationen, wo wir jetzt hinkommen, also 20, 25 und dann lange Frist natürlich, wo wollen wir dann schon auf die 35% hin, wie werden wir in der Lage sein, das dann entsprechend intelligenter zu steuern. Und ein ganz wichtiger Punkt sind in diesem Kontext sind die genannten Grid-Codes. Diese Grid-Codes beschreiben, wie erneuerbare Energien im Netz sich verhalten müssen und dann entsprechend auch im Falle von Frequenzänderungen sie agieren. Und das fängt natürlich jetzt an, dass man sagt, okay, wir werden Windkraftanlagen nicht mehr unter Volllast laufen, sondern sie laufen, sag mal, nur noch 90% der möglichen Energie. Das ist sogenanntes Power Curtailment. Und das wiederum gibt natürlich die Möglichkeit, dass wenn der Energieverbrauch kurzzeitig ansteigt, dass die Windkraftanlagen hochfahren können, dass sie auf 100% hochfahren können und dadurch den Mehraufwand kompensieren können. Das erspart andere Mechanismen im Netz einzubinden und schafft natürlich auch mehr Sicherheit im Netz. Das hat natürlich auf der anderen Seite einen finanziellen ganz großen Aspekt, weil wenn du natürlich nur noch, sag mal, 80% der Zeit im Jahr deine Windkraftanlage anstatt auf 100% der Vollauslastung nur noch bei 90% laufen lässt, das bedeutet im Klartext, dass du natürlich weniger Geld machst, weil mit weniger Strom ins Netz eingespeist, kannst du weniger Strom verkaufen. Und das wird auf jeden Fall erstmal für Unruhe sorgen, weil natürlich die Windparkbetreiber das natürlich erstmal nicht so toll finden. Aber auf der anderen Seite, der Übertragungsnetzbetreiber hat da natürlich sitzt am längeren Hebel, weil er sagt, wir können keine Windkraftanlagen mehr anbinden, weil ansonsten die Fluktuationen zu stark sind und der Gridcode muss eingehalten werden. Und in Großbritannien wiederum, da ist man da auch schon ziemlich weit, dass man sagt, okay, Windkraftanlagen müssen jetzt einfach konventionellen Kraftwerken im Verhalten ähneln oder beziehungsweise müssen das imitieren. Und wir werden jetzt auch, es werden auch in PV-Anlagen wird das auch viel weiter erforscht, weil wir mit den Wechselrichtern die Möglichkeit haben, PV-Anlagen nicht am Maximum, also am optimalen Operationspunkt laufen zu lassen. Und da versucht man auch, die künstlich runterzuregeln. Das andere ist, man will starke Fluktuationen, gerade bei PV-Anlagen, wenn nämlich eine Wolke über eine Anlage ist, kommt es zu sehr schnellen Schwankungen, gerade in großen PV-Anlagen. Und man möchte diese Rampe, müsste man, sagen wir mal, regeln, dass die nicht mehr so stark hoch und runter fährt. Und das gibt's schon für PV-Anlagen, dass die, wenn die Wolke quasi weggeht, dass wenn sie hochfahren, dass sie es nicht in der maximalen Geschwindigkeit tun, sondern dass sie erstmal künstlich das den ganzen Prozess verlangsamen, um das Netz auch vor zu starken Schwankungen zu schützen. Beim Runterregeln ist es natürlich physikalisch, sagen wir, schwieriger machbar, weil man natürlich Energie irgendwo kurzfristig speichern muss. Man weiß ja nicht, wann die Wolke auftritt. Das sind lokale Wetterphänomene, die man nicht vorhersehen kann und entsprechend werden dort auch Energiespeicher nötig sein, um diese Schwankungen
auf, sagen wir mal, wirklich kurze Frist zu kompensieren und dadurch auch die Einbindung von erneuerbaren Energien voranzutreiben. Und das kann man noch viel weitermachen. Und ein großer Punkt ist natürlich, dass man jetzt Energiespeicher in größerem, dadurch, dass jetzt die Preise fallen, natürlich in größerem Maßstab auch ins Netz einbindet, um eine PV-Anlage dann Strom erzeugen zu lassen, wenn beziehungsweise dann Strom ins Netz einzuspeisen, weil, sagen wir mal, in den Abendstunden wird kein Strom mehr durch Sonne produziert, aber wir haben nun mal in Europa, wir haben den Strombedarfspeak, der ist halt in den Abendstunden, nachdem die Sonne untergegangen ist, also 7, 8 Uhr ist bekanntermaßen die höchste Auslastung und wir haben nun mal keinen Strom mehr, der durch, also außer durch Wind, der durch erzeugt wird. Also da wird es auf jeden Fall eine große Rolle spielen, entsprechende Anlagen zu auszustatten. Vorhin schon kurz angesprochen, CSP, Concentrating Solar Power, löst dieses Problem sehr elegant dadurch, dass große Salzspeicher implementiert werden, also große Mengen an thermischen Speichern, versuchen dadurch den Output noch bis in die Abendstunden zu verlängern. Und das wird auch auf lange Frist natürlich lohnen, weil in den Abendstunden, wenn weniger Erneuerbare und weniger PV produziert wird, die Preise natürlich auch für Strom höher gehen. Das heißt, man kann einen besseren Wert für den Strom generieren, wenn man ihn um diese Stunden dann verkauft. Also das Ganze ist auch relativ gut marktgetrieben, würde ich mal sagen. Genau, vielleicht noch ganz kurz zu den CSPs. Also wenn ich mich nicht täusche, gibt es die in Deutschland nicht, weil wir hier einfach zu wenig Einstrahlung haben. Deswegen in Deutschland sieht man oft PV-Anlagen. Eine CSP-Anlage wird man jetzt nicht auf dem Dach von einem privaten Familienhaus sehen, sondern das sind große Anlagen, die es beispielsweise in Spanien, einige gibt es auch in Amerika oder auch in Marokko gibt. Das sind im Grunde große Parabolspiegel, also wie so große Rinnen, in denen dann das Sonnenlicht auf ein Target-Material fokussiert wird. Ganz oft ist das zum Beispiel eine Vakuumröhre, die dann eben, wie du gesagt hast, einen Salz oder irgendeine Flüssigkeit, zum Beispiel ein Öl, eben erhitzt und dann dort einfach Wärme gespeichert wird, beziehungsweise abgeleitet wird und diese Wärme wird dann ganz oft wie in einem klassischen Kraftwerk verwendet, um eben Dampf herzustellen oder aber, wie du gesagt hast, dann eben wird es gespeichert in Form von Salzspeichern. Richtig, also es sind wunderschöne Kraftwerke, wenn man sie sich von dem gut ästhetischen Standpunkt anschauen möchte, weiß ich natürlich, da werden sich natürlich wieder die Geister scheiden. Nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, es ist eine relativ unbekannte Energiequelle in, also jetzt sagen wir mal, der Otto Normalbürger, der nicht jetzt in Süden Spanien wohnt, der hat von dem, sagen wir mal, recht wenig gehört. Also sie stehen tatsächlich, es gibt mehrere Projekte in Spanien auch, die jetzt eigentlich sehr erfolgreich umgesetzt werden und ich würde jedem mal irgendwie ans Herz legen, einfach mal CSP, also Concentrating Solar Power, zu suchen und sich da mal das anzuschauen, weil es tatsächlich eine relativ interessante Art und Weise der erneuerbaren Energien ist, weil du natürlich dadurch, dass du wieder eine Dampfmaschine hast, all die tollen Sachen hast, die eine Dampfmaschine herstellt, nämlich Trägheit, du hast wieder einen Speed Governor, um entsprechend Frequenz zu anzupassen und du hast natürlich auch die Möglichkeiten für Fortgeschrittene die Blindleistung entsprechend zu kompensieren. Sobald du eine drehende Maschine im Netz hast, bist du eigentlich ziemlich glücklich als Elektroingenieur beziehungsweise als Energieingenieur und insofern gibt es da sehr viele Vorteile, die diese Anlage natürlich macht. Es ist kompletter Wahnsinn, weil man natürlich erstmal Solarenergie in Wärme und Wärme dann wieder in mechanische Energie und mechanische Energie wieder in Elektrizität umwandelt, stattdessen einfach eine PV-Anlage zu nutzen, die direkt elektromagnetische Strahlung in Strom umwandelt. Also man nimmt diese ganzen Schritte auf sich, um wieder zu den konventionellen Kraftwerken oder konventionellen Turbinen zurückzukehren. Und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch und ich glaube, dass wir auch in Zukunft sehr viel mehr Concentrated Solar Power gerade in Regionen, die du angesprochen hast, sehen werden.
Gut, dann haben wir jetzt ja schon ein bisschen über die Produktion von Energie gesprochen. Wie schaut es denn auf der anderen Seite bei den Energiebedarfen aus? Also ich sehe das jetzt immer wieder bei mir persönlich. Die Anzahl an elektrischen Geräten nimmt zu und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann ist es weltweit auch eher die Tendenz, da mehr Energie zu verbrauchen. Also wenn wir uns auch Bitcoin und Co. anschauen, so die letzten Zahlen bei Bitcoin waren, dass pro Transaktion das CO2-Äquivalent von 2 amerikanischen Haushalten an einem Tag emittiert wird und das wird ja noch weiter ansteigen. Ich glaube, auch das gesamte Bitcoin-Netzwerk hat ungefähr einen Verbrauch von der Größe von Dänemark. Das sind ja alles Faktoren, die jetzt mit reinzählen. Also wenn ich es richtig sehe, dann steigt der Verbrauch sehr, sehr stark an. China ist da auch so ein Kandidat, den man immer wieder nennt, weil die dafür verrufen sind, dass sie eben irgendwie Kohlekraftwerke am laufenden Band produzieren. Wie siehst du denn da die Situation aktuell? Das sind viele Fragen in einem. Ich versuche das mal chronologisch abzuarbeiten. Fangen wir mal mit Bitcoin an. Ich bin natürlich ich verfolge das natürlich immer interessant, sobald das Thema Energie aufkommt. Und ich glaube, ich bin selber kein Bitcoin-Experte. Was ich jetzt schon öfters gehört habe von Leuten, die in Bitcoin forschen, dass man versucht, das Ganze natürlich, man hat das schon sehr früh erkannt, dass Bitcoin natürlich einen Strombedarf hat und dementsprechend dann auch auf Überleistung oder beziehungsweise sogenannte Excess Energy von erneuerbaren Energien quasi drauf auszulegen, um natürlich den CO2-Fußabdruck von Bitcoin auch zu verringern. Kurzzeitig war wieder die negativen Strompreise, waren da auch mal ein Thema. Ja, wir werden nur noch Energie benutzen, wenn die Strompreise negativ sind. Allerdings, wie bereits angesprochen, glaube ich, dass die negativen Strompreise einfach eine Übergangsphase ist und jeder, der sein Geschäftsmodell auf negative Strompreise, also auf aufbaut, wird sich sehr früh wundern, was mit denen passiert, weil ich glaube, auf lange Frist ist es einfach eine Imbalance im System, die der Übertragungsnetzbetreiber versucht zu kompensieren und auch besser zu auszubalancieren. Und insofern, ja, ich kann jetzt leider nicht sagen, was da die Zukunft von Bitcoin sein wird. Es ist aber grundsätzlich die Aussage, die damit getroffen werden kann, es werden neue Systeme kommen, die Strom brauchen werden. Man kann, glaube ich, zweierlei Dinge sagen. Wir haben jetzt sehr viel über Energieerzeugung gesprochen und wir werden nicht drumherum kommen, unseren Energiebedarf komplett umzudenken. Ein Schritt zur Nachhaltigkeit ist, dass wir unseren Strom, dass wir, wie wir Strom nutzen oder Energie benutzen, dass wir das weitaus effizienter machen. Wir müssen Energieeffizienz erhöhen. Wir müssen jeden Stein umdrehen. Wir müssen uns alles anschauen. Wie können wir Industrieprozesse effizienter gestalten? Wie können wir die Auslastung von Industrieprozessen entsprechend besser anschauen? Und natürlich dann auch auf Haushalt als Ebene, wie können wir kleine Dinge, also da ist immer ein ganz wichtiges Buzzword ist Smart Home, was glaube ich in lange Frist schon auch mit reinkommen wird, wie können wir dann Strom verbrauchen, wenn es tatsächlich günstig ist für den Stromerzeuger. Also wir kommen von einem gerechten Erzeugung zu einer erzeugungsorientierten Verbrauch. Also wir shiften im Grunde unser Energienetz um 180 Grad und das erfordert natürlich Umdenken in allen Perspektiven. Der zweite Teil meiner Frage war jetzt, wie verhält sich denn die gesamte Situation in China? Also in China, man hört immer wieder, dass die sehr viel Kohle ausbauen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon gehört, dass die einen Vorreiter sind bei der Nutzung von erneuerbaren Energien. Also während wir hier unsere Kilowattanlagen hinstellen und große Zeitungsartikel machen und total glücklich drüber sind, bauen die dort so mehr oder weniger aus dem Handgelenk die Megawattteile hin. Trotzdem hört man von China sehr viel, dass sie eben die Umwelt verschmutzen und ganz, ganz böse Sinn, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Okay, ich glaube, da müssen wir jetzt doch mal ein bisschen zurückrudern. Also China hat mittlerweile international Presse gemacht als einer der größten Förderer von erneuerbaren Energien und das hat ganz einfach, gut, die Gründe lassen sich jetzt natürlich viele interpretieren, aber ein Hauptgrund, warum jetzt China einer der größten Förderer der Solarindustrie ist, ist, dass es preislich
attraktiver ist, PV-Anlagen hinzustellen als Kohlekraftwerke. Und du musst natürlich auch sagen, auf wenn du ein Projekt planst in entsprechender Größenordnung, wie China es nun mal tut, dann ist es natürlich schon interessanter, eine PV-Anlage auch zu bauen, also wenn natürlich die Investitionen, die Hardware, aber auch die laufenden Kosten sind dann niedriger. Du bindest dich, sag mal, auf eine 25-jährige Projekt, auf einen 25-jährigen Projekthorizont, bindest du dich an die Sonne. Und die Sonne ist, sagen wir mal, ein recht zuverlässiger Energieträger, während natürlich, wenn du fossile Energieträger hast, du von externen Faktoren, die du so leicht nicht auf eine so lange Distanz vorhersagen kannst, bindest. Also Kohle vielleicht ist noch relativ einfacher, wenn es aber jetzt um Öl geht oder um Gas, dann wird es da natürlich deutlich schwieriger, feste Aussagen und Risikomanagement zu machen. Und ich glaube, dass wir erleben einen unglaublichen Boom. Ich habe jetzt erst vor kurzem gelesen, dass auch in Indien jetzt die Solarindustrie die Kohleindustrie überholt hat, was jährliche Bauten angeht. Und wir sehen, dass da einfach ein Umdenken stattfindet. Natürlich kann man jetzt argumentieren, was dieses Umdenken primär motiviert. Also auf einer Seite wird es natürlich ökonomisch sein, auf der anderen Seite munkeln die Leute, dass sagt, die Regierung möchte sich es nicht mit dem Volk verscherzen, insofern, dass eine entsprechende Verschmutzung natürlich doch auch auf Unmut in der Bevölkerung stößt, gerade wenn die Lebensqualität, wie wir sehen, sehr stark eingeschränkt wird. Und ja, ich glaube, dass der ökonomische Faktor der wichtigste ist weltweit, weil letzten Endes sind das die Fragen, die man als Investor stellt, ob es jetzt sich auszahlt, in das eine oder das andere zu investieren. Und ich glaube, wir haben ein Verdienst, den wir tatsächlich in Deutschland hatten, dadurch, dass wir die PV-Industrie durch eine sehr starke Subvention angekuppelt haben, dass wir einen hocheffizienten PV-Markt geschaffen haben. Und gut, China ist aufgesprungen, da werden jetzt viele natürlich sagen, okay, wir haben unseren Markt nicht entsprechend geschützt, aber es ist einfach, wir leben in einer Marktwirtschaft, wo, wenn es Effizienzen gibt, wenn einer sagt, ich kann das besser produzieren zu einem billigeren Preis als du, dann ist es einfach die Marktdynamik. Und ich glaube, das war auf jeden Fall, wir haben es angekurbelt, wir haben das Angebot geschaffen, wir haben die Nachfrage geschaffen, dadurch, dass wir die Subventionen so hochgesetzt haben. Und auf lange Frist wurde einfach die Lernkurve in PV hat so einen unglaublich effizienten Markt mit China als einer der größten Marktteilnehmer mit über 40% an produzierenden PV-Anlagen den Markt entsprechend effizient gemacht und die Welt profitiert jetzt davon, also auch von chinesischen PV-Anlagen. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Trend. Und das Gleiche hoffen wir uns natürlich mit Wind, dass das entsprechend auch immer effizienter wird. Interessanterweise Offshore erlebt unglaubliche Sprünge. Also ich glaube, Offshore-Wind ist einer der nächsten großen Sektoren in der Energieerzeugung, der tatsächlich ohne jegliche Subventionen auskommen wird. Eine interessante Anekdote ist, ein wichtiger beitragender Faktor in der Offshore-Industrie in Wind war tatsächlich die Erdölindustrie, die gesagt hat, ach, ihr wollt Offshore-Plattformen bauen. Wir haben zufällig ganz schön viel Erfahrung darin, wie wir Offshore entsprechende große Strukturen aufbauen. Und dort wurde sehr viel, sagen wir mal, ausgetauscht an Know-how. Natürlich, sofern es nicht in Komplikation mit der Firma stand. Aber es wurde tatsächlich sehr viel Wissen, was sich in der Erdölindustrie, gerade Offshore-Bohrinseln, angeeignet hat, dann auch übertragen in, wie können wir effizienter Windkraftanlagen über See bauen. Und das ist, finde ich, interessant. Und da würden mir sehr viele effizientere Methoden in den nächsten Jahren sehen. Und das wird entsprechend auch ein Verfall in den Kosten für Offshore-Wind dazu beitragen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr interessant, wo wir uns gerade befinden.
Was ja auch noch sich gerade am neu entwickeln ist, sind eben neue Bedarfe. Ich hatte es ja gerade eben schon mal angesprochen mit Bitcoin und wir hatten ganz am Anfang vom Podcast auch das Stichwort Elektromobilität. Ich hatte da Tesla genannt, aber mittlerweile sind es ja nicht nur noch Tesla, die hier Elektroautos bauen. Wie siehst du denn die gesamte Situation? Also Elektromobilität total gut oder ach, das klappt eh nicht? Oder also was sagst du jetzt denn da dazu? Wir brauchen alle Bausteine, um eine entsprechende Dekarbonisierung stattfinden zu lassen. Ich glaube, ich begrüße jedes alternative Antriebsmodell, also nicht nur Elektroautos mit Lithium-Ionen beziehungsweise mit Lithium-Ionen-Speicher, sondern auch Wasserstoffautos sind natürlich zu begrüßen. Was sich letztendlich durchsetzen wird, das ist meiner Meinung nach marktgetrieben. Ich glaube, es ist definitiv klar, dass wenn wir mehr Elektroautos im Netz haben, dass das natürlich auch direkt das Stromnetz wieder belasten wird, beziehungsweise auch wieder Herausforderungen stellen wird, weil wenn man sich das natürlich durchrechnet, und man kann das überschlagsmäßig sehr leicht herausfinden, man muss sich nur den Erdölbedarf in Europa anschauen, der für Transport benutzt wird, und wenn man das natürlich mit den entsprechenden Effizienzen zurückrechnet, dann brauchen wir mindestens doppelt so viel Strom, wie wir jetzt momentan Strom verbrauchen. Und wenn wir wirklich jeden Motor, sei es LKW, sei es Fähren, sei es also alles, was mit Transport zu tun hat, in einen Elektromotor umwandeln würden, dann müssten wir entsprechend sehr, sehr viel mehr Strom bezeugen, was uns natürlich in der Energiewende, in der Stromversorgung und der Stromerzeugung weit zurückfallen lässt. Also das wäre enorm, wenn wir jetzt auf einmal schlagartig alles elektrifizieren würden, was sich bewegt. Nichtsdestotrotz wird der Trend dahin gehen. Ich glaube, es ist eine der effizientesten Methoden, um von A nach B zu kommen. Die Stromspeicherfrage, die scheint ja auch jetzt langsam immer mehr geklärt zu sein vom finanziellen Aspekt. Gut, können wir die Nachfrage wir sind im Ressourcen-Podcast, insofern glaube ich, wird das in dem Sinne natürlich auch eine sehr große Auswirkung auf unsere Ressourcen bedeuten, aber ich glaube, wir haben die Möglichkeiten, unsere Mobilität zu elektrifizieren. Wir sollten diese Möglichkeit nutzen und ich glaube auch, dass mit den Möglichkeiten, die wir in Kommunikationsstrukturen haben, auch eine intelligente Einbindung von Autos in das Netz machen müssen. Also wir sprechen jetzt wieder vom Smart Grid. Wir waren von meinem Smart Home und das Smart Grid, glaube ich, muss dort diese Komplexität muss in der Lage sein, diese Komplexität auch entsprechend damit umzugehen und dann auch Elektroautos intelligent ins Netz einbinden. Und da wird sehr viel auch schon gemacht. Momentan ist es, sagen wir mal, noch in der Anfangsphase, in den Kinderschuhen. Wir haben auch noch nicht die nötige Penetration an Elektroautos, dass das jetzt einen großen Effekt machen wird. Aber wir müssen jetzt anfangen, diese Mechanismen zu konzipieren, auch zusammen mit Energieversorgern und Übertragungsnetzbetreiber und Versorgungsnetzbetreiber, um entsprechend da vorzubeugen Probleme im Niederspannungsnetz, wenn zum Beispiel sehr viele Elektroautos kurzfristig Strom wollen, aber PV-Anlagen nicht entsprechend produzieren, dass es da auch nicht zu Stromverstopfung, würde ich jetzt mal sagen. Im Englischen reden wir von Congestion. Das klingt weitaus eleganter, würde ich sagen. aber um dies vorzubeugen, müssen wir jetzt auch schon anfangen da zu forschen. Die Zukunft wird nicht einfach. Man sucht ja immer nach eleganten Lösungen. Ich glaube, werden wir es als elegante Lösung haben, aber bis wir da hinkommen, wir dürfen nicht zurückschrecken, entsprechende Komplexität anzugehen und sagen so, okay, wie können wir das lösen, dass jemand, der abends heimkommt, sein Elektroauto anschließt und dass es da einfach zu keinerlei Problemen kommt im Sinne von Stromversorgung und Congestion.
2017 hatten wir jetzt ja auch ein Jahr, das geprägt war durch verschiedene Nationalisierungsprogramme, nenne ich es jetzt einfach mal. Also es gab viele Parteien, die angefangen haben, den Nationalismus oder den Patriotismus in ihren Ländern wieder zu fördern. Es gibt ja auch viele Kandidaten, die momentan dafür werben, aus der EU auszutreten. Diese Parteien haben wir ja auch in Deutschland. Ist jetzt die Frage, wie sieht das denn im Strommarkt aus? Du hast vorhin mal angesprochen, dass wir Strom nach Österreich exportieren, wenn wir hier eben sehr, sehr günstige Preise haben und die Österreicher dann ihre Berge nutzen, um dort eben im Pumpspeicherkraftwerken den Strom zwischenzuspeichern. Wie hat sich denn hier das Ganze weiterentwickelt? Ich meine, die EU ist mittlerweile doch auch etwas gereift. Haben wir da noch nationale Netze oder kann man da eher sagen, das sind europäische Netze? Und wo soll denn die Reise auch langfristig hingehen? Natürlich haben wir ein nationales Netz und wir werden auch immer ein nationales Netz haben. Aber die Verknüpfung mit anderen nationalen Netzen in Europa hat über die letzten Jahre stetig zugenommen. Und ich glaube, das wird auch weiterhin trotz Brexit und zunehmender, sagen wir mal, nationalen Phänomenen, die auftreten, weiter der Trend sein. Und ich glaube, das ist auch die richtige Lösung, weil du in einem großen Netz einfach besser Sicherheit schaffen kannst. Und also du hast Großbritannien angesprochen. Die sind tatsächlich, haben ein eigenes Netz, insofern, dass sie natürlich auf der Insel sind. Die haben, sind nicht synchron mit dem Festland, europäischen Festland. Die sind, dennoch sind sie mit unserem Netz verbunden über Offshore-Anlagen und über Kabel, also über Gleichstromkabel, um dort natürlich eine Sicherheit zu schaffen, weil umso besser du vernetzt bist, umso leichter kannst du lokale Ausfälle oder Überbelastungen natürlich kompensieren, und das willst du auch, und weil du natürlich Versorgungssicherheit in einem Land auch aus ökonomischen Faktoren und Begründungen natürlich erhalten möchtest. Marktgetrieben ist das Ganze auch. Wir haben einen europäischen Strommarkt, der wird zunehmend stärker verknüpft sein. Er ist natürlich nochmal untergegliedert. Du hast die Iberische Halbinsel, die zwischen Portugal und Spanien, die ist schon stark verknüpft. Die nordischen Länder sind alle verknüpft in einem Markt. Und die restlichen Länder handeln auch sehr stark. Wird sehr viel in übergreifende Länder, länderübergreifende Verbindungen wird investiert, und um da natürlich auch ja wieder die Sicherheit zu gewährleisten. Ich glaube, die Übertragungsnetzbetreiber sind auch alle schon in verbunden. Das ist die NCOE. Also man kann das nachschauen. Das sind alle Übertragungsnetzbetreiber in Europa, sind da vertreten, und entsprechende Projekte werden da auch durchgeführt. Und langfristig, ja, die Idee ist natürlich schon, so ein europäisches Supergrid aufzubauen. Gerade wenn wir jetzt Windkraftanlagen, Offshore-Windkraftanlagen bauen, dann möchten wir die so bauen, dass sie nicht nur an ein Festland verknüpft sind, sondern an zwei Festländer. Also gerade wenn wir zwischen europäischem Festland und Großbritannien sprechen, dann gibt es da schon auch Intentionen, trotz Brexit und allem, die natürlich so zu verbinden, dass sie für beide interessant sind. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also internationale Projekte, gerade Erzeugungsseite, sind immer wieder Prestige trächtig. Wir sehen das überall auf der Welt, sei es jetzt irgendwo zwischen Argentinien und Brasilien oder Paraguay und Argentinien, die zusammen ein Wasserkraftwerk gebaut haben und sich das quasi auf internationalem Boden teilen. Das Gleiche werden wir auch ja, in Europa mit Offshore-Windanlagen hoffentlich sehen und da auch näher zusammenrücken, trotz ja, lokal politischen Phänomenen, die auftreten immer wieder, und ja. Trotz lokaler Spannung. Also ja, können wir sagen, im Energiesektor sind wir noch rational und nicht politisch getrieben. Ja, ich glaube schon. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass es da vernünftige Personen auch weiterhin geben wird, die entsprechend eine Verknüpfung auf europäischer Seite vorantreiben. Gut, dann haben wir jetzt schon mal einen
grundlegenden Einblick in die zukunftsfähigen Energiesysteme. Vielen Dank dir, Leon, dass du da warst auch. Und ein bisschen hier Einblicke auch aus deinem Studium insbesondere mit eingebracht hast. Heute waren wir jetzt etwas weiter weg von den Rohstoffen und Ressourcen, aber dafür eben in dem Thema Energien mit drin. Und im letzten Podcast ging es ja schon um das Thema Uran. Ich möchte jetzt mal schauen, dass ich in den nächsten Podcasten vielleicht, wie ist denn der Plural von Podcast? Postcasten, vielleicht mal die einzelnen Energierohstoffe nochmal genauer anschaue und dann eben auch darauf eingehe, wie du es ja schon gesagt hast, Akkutechnologie, was werden denn dort für Rohstoffe verwendet oder was für Ressourcen und mir diese nochmal genauer anschaue. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich drauf, wenn ich Kommentare bekomme oder aber auch Wünsche. Einen Wunsch habe ich schon bekommen, den konnte ich diesmal noch nicht umsetzen. Es ging darum, Headsets zu verwenden anstatt eines lokalen Podcasting-Equipments. Das möchte ich das nächste Mal umsetzen und bis dahin verbleibe ich mit dem Spruch, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist.